zurück. Ja, lang ist her. Wir haben vorhin mal, wie wir auf dem Weg waren, überlegt, wann es das letzte Mal war, dass wir gedreht haben. Wir haben gesagt, also ich habe geschätzt Mai letztes Jahr. Es war auf jeden Fall letztes Jahr, aber genau. Ich glaube, nee, es muss August gewesen sein, irgendwie sowas, bilde ich mir ein. Kann auch sein. Wir können nachgucken, aber wir haben es nicht getan. Okay, jedenfalls sind wir wieder hier. Was wir hier machen, müssen wir erst noch rausfinden, aber... Wir schwitzen gerade wie Sau. Ja, muss gewesen sein, weil wir haben Materia Prima gespielt, das war es seit August in der Sortierung. Stimmt. Das Spiel, das ich gewonnen hatte, und seitdem bin ich okay, König. Also wir. Ich bin König. Okay, wir sind da mit der nächsten Folge Aktion Hoher Spielwert, genau. Boot 2.0. Richtig. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach alle mal überraschen, was jetzt passiert, und bis gleich. Genau. Okay. Wir haben jetzt heute für euch, weil wir terminlich gerade ein bisschen an einem blöden Tag drehen, haben wir nur den neuesten Teil der Auswahl dabei, weil nämlich in einer Woche sich quasi schon die Auswahl ändert, und dann stellen wir euch jetzt einfach nur die neuesten vor. Wir haben sowieso genügend zum Reden, aber ich würde sagen, wir fangen halt einfach mal mit dem an, wofür wir da sind. Genau. Schauen wir genau. Mal weiter. Also wie gesagt, das sind nur zwei Titel, weil es war ja auch ein bisschen alles anders, dadurch, dass die Läden zu waren. Wir sind dann ganz spät wieder überhaupt in die Sortierung eingestiegen, und dann kamen auch eine überschaubare Anzahl von Titeln, die auch alle sehr Corona-konform waren, also eigentlich nur so allein oder zu zweit spielbar. Und dann kamen eben beim letzten Wechsel, der ist auch schon wieder fast zwei Monate her, zwei neue Titel nur dazu, alles andere blieb drin. Und die zeigen wir euch mal. Genau, beginnen wir mit Vendetta! Vendetta! Vendetta, genau. Schieb von Noctis Verlag. Ja, ja. Ja. Ist ein Krimi, Anführungsstriche, Escape-Spiel, also wie Detective oder auch die von ID Ventures Adlerstein-Geschichten hier von Noctis Verlag. Ist eher umfangreich von der Geschichte, hat einen Mafia-Hintergrund und auch mit ganz vielen schönen Features, die man in Spielen dieser Art ausnutzen kann. Also es geht um Google-Recherchen, okay. Google Maps, man muss Telefonnummern anrufen, etc. Ist schon alles sehr spannend. Das wäre jetzt die nächste Frage. Und sehr gut in dieses Krimi-Verbrecher-Genre hineingezogen. Weil wir haben jetzt während Corona-Geschmarri auch neue Escape Rooms quasi ausprobiert. Und zwar einmal auch dieses... das in den übergroßen Umschlägen, die man dann aufreißen die musste. Hidden Games. Ja, genau, richtig. Und auch irgendeinen Anbieter, der online das anbietet, so als Point-and-Click-Adventure-mäßig. Und das war eigentlich ganz cool, wenn du dann über Google Maps irgendwelche Koordinaten raussuchen musst und so. Und das ist schon, war schon geil. Genau, Vendetta. 25 Euro, 1-5 Spieler, 4 Stunden. 4 Stunden? Schon ordentlich, gell? Klingt gut. Also man kann es unterbrechen durchaus, ja? Also okay. Man kann es so eine Hälfte unterbrechen. Also das ist schon ein längeres für Spiele dieser Art. Okay, ab 14 Jahren. Gut, also ist es dann für euch. Ja, und dann kommen wir schon zum zweiten Teil. Kleinen Spielchen. Mhm. Kann man das Ding heben, ohne sich einen Bruch zu heben? Ja, wenn man groß und kräftig ist. Harr! Ja, Schreckende Meere, mein persönliches Highlight. Ich muss sagen, wie es ist. Das ist ein Piratenspiel, das an ein sehr bekanntes Computerspiel aus diesem Genre erinnert. Und Pirates! Diese ganze Thematik fantastisch umsetzt. Ja, also es ist ein Kickstarter gewesen, ein Ein-Mann-Projekt, also auch das Herzblut von Michael, der ist hier aus Erlangen, Michael Witkowski, der Autor, und hat das über Jahre entwickelt. Und diese Thematik zu einem wunderbaren Spiel gemacht. Wie gesagt, man spielt einen Piratenkapitän und möchte wie jeder Piratenkapitän der berüchtigste Piratenkapitän werden. Und dazu gibt es in jeder Partie Lebensziele, die ausgelegt werden. Okay. Das können ganz profane Sachen sein, wie so und so viel Gold machen, so und so viele Schiffe kapern, so und so viele Schätze finden. Mhm. Aber auch, und jetzt werdet ihr euch erinnert fühlen, eine gewisse Anzahl an verschollenen Familienmitgliedern wiederfinden. Mhm. Oder die Liebe des Lebens finden und ähnlichen. Okay. Die Tochter des Gouverneurs, ja. Ja, und so weiter und so fort. Also richtig schön umgesetzt. Es sind schöne Schiffsmodelle drin, die sind auch umbaubar, also je nachdem, wie groß die sind, wie viele Laderäume die haben. Okay. Oder auch wie viele Kanonen dran sind, so stärker ist das Schiff, wie viele Segel sie haben, umso schneller ist das Schiff.
Aber an sich eine sehr runde Sache, also man hat auch keine große Downtime. Wenn man dran ist, hat man drei Aktionen, die sind schnell durchgeführt, dann ist der nächste Spieler dran. Auch die Kämpfe gehen ganz schnell und zackig, also man fühlt sich da nicht jetzt lang Däumchen drehend. Rundum gelungenes Spiel, absolute Empfehlung. Wie ist es im Vergleich zum, mir fällt der Name jetzt nicht ein, Corsair der Karibik von Siemens Games? Genau. Wird natürlich immer mal gerne ausgepackt. Weil das war ja nicht besser. Weil das hat sich ja sehr gezogen irgendwann einmal. Und was ich dem Siemens, weil das ja auch Karibik, so Sandbox ist, Corsair der Karibik immer vorgeworfen habe, dass es sehr schön ist, das Thema eigentlich schon sehr schön umsetzt. Ja, vor allem aber, die Erweiterung dann. Aber die gut. Händler das Spiel gewinnen. Der Pirat hat vielleicht mehr Spaß, aber der Händler hat den Weg zum Ziel. Genau. Das, ja, das ist einfach so. Wie bei Saya, da ist es genauso. Ja, genau. Da hast du auch, als Händler machst du die Punkte und der Pirat, der fliegt rum, ballert die Leute ab und am Ende hat er zwei, drei Punkte. Genau. Richtig. Ja. Okay. Das ist hier, also wie gesagt, man kann sich auch gegenseitig angreifen und so, das gibt auch Punkte. Also ja. Man kann auch sein, dass man vom Gouverneur Auftrag kriegt hier mal. Aber ist es auch gar nicht so gern gesehen, in Piratenkreisen Aufträge vom Gouverneur anzunehmen. Ja. Ja, das macht mir auch keine Freude. Gibt es da nicht auch sogar schon eine Erweiterung dazu? Nur die fünfte Spielerweiterung. Ach so. Okay. Also das ist für bis zu vier Spieler und mit der Erweiterung dann der fünfte Spieler. Okay. Vier Spieler, ein bis vier Spieler? Nein, zwei bis vier Spieler. Zwei bis vier? Oh, zwei bis vier. 14. Ab 14 Jahren, deswegen die 1. Und 90 bis 150 Minuten, kommt es hin? Weil bei Corsair der Karibik war das ja dreist gelogen. Ja, die letzte Zeit erstmal 180 Minuten, aber man kann es dann am Abend gut spielen. Okay, alles klar. Gut. Ja, fertig für heute, ciao. Nee, wie wir vorhin schon gesagt haben, das war jetzt quasi nur der neueste Ausschnitt der Selektion, der jetzt das letzte Mal reingekommen ist, weil, wie gesagt, in einer Woche gibt es schon den nächsten Nachschub. Genau. Und dann hoffentlich, so Söder will, in einem Monat dann das Update quasi mit den neuen Spielen. Wir haben aber trotzdem ein bisschen was zu reden. Oh, viel passiert, ne? Ja, eben. Ja, wie war es denn so? Ja, wie war es? Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Genau. Also wir haben jetzt den nächsten Lockdown hinter uns. Und natürlich im vollen Galopp im Weihnachtsgeschäft wurden wir quasi gestoppt. Mhm. Und wir in Bayern haben es ja noch richtig schön. Also wir durften ja nicht mehr Click & Collect machen. Mhm. Das begann ja erst im Januar. Natürlich hat uns das ordentlich Geld gekostet, aber wir haben natürlich versucht, hier schon den Kontakt zu halten mit der Kundschaft. Wir haben auch ausgefahren im Stadtgebiet dann Ware bis Weihnachten und dann halt ab Januar Click & Collect. Aber das ist halt alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ich meine, wie viele Menschen erreichst du effektiv über die digitalen und sozialen Medien? Das ist vielleicht 10% der Kundschaft. Das ist wahrscheinlich eine optimistische Schätzung. Okay. Viele Leute wussten gar nicht, wie sie mit uns in Kontakt treten können. Und auch dann, als wir durch die Buchhandelsregel dann verhältnismäßig früh schon wieder öffnen durften, auch da haben ja viele Leute, es gab ja auch eine gewisse Informationsmüdigkeit. Ja? Die Leute haben sich ja gar nicht mehr interessiert, was gibt denn heute schon wieder für neue Regeln. Das heißt, dass die dann mitkriegen, dass wir geöffnet haben. Aber offen ist besser als zu, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich fühle mit den ganzen Kollegen im Einzelhandel, die da noch nicht öffnen durften oder die dann erst sehr spät, ganz zu schweigen von Gastronomie oder Event-Gastronomie, die immer noch nicht geöffnet hat. Schausteller, Discos, Clubs, Bars, ja, also die haben mein tiefstes Mitgefühl. Ja. Also wir haben es, wie gesagt, uns hat's auch getroffen. Wir haben versucht, Kontakt zu halten und auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und einfach weiterzumachen. Und haben da halt auch viel Spaß auf den sozialen Medien gehabt. Du hast die regelmäßigen Tanzvideos ja, von Willi, genau, also hier gerade schon die Bestellungen verpackt. Das sind mittlerweile demanded sogar. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand und unsere Mitarbeiter waren auch nur bedingt in Kurzarbeit. Wir haben einfach das Beste daraus gemacht. Okay. Und jetzt hoffen wir mal, dass es das war, zumindest mit den Lockdowns. Ja, schön wär's. Gut, wie du vorhin schon erzählt hast, ihr habt auch die Selektion so ein bisschen an die Situation angepasst mit ein, zwei Spieler spielen und der Witz ist, das war nicht mal geplant. Das ist so passiert. Ach ja, so, ich habe mir dann so angeschaut und dachte mir, die ist schon sehr Corona-konform. Ja, wir haben ja, glaube ich, nur zwei Titel drin, die man zu viert spielen kann. Sonst hast du ein oder zwei Spiele gehabt oder halt Koop. Hat aber gepasst, ne, in die Situation völlig. War witzig. Ja, dann hat sich das jetzt schon erledigt, wann ihr das wieder ändern wollt, aber okay. Ja, wir ändern es definitiv in der nächsten Sortierung. Das passiert ja nächste Woche und dann sieht es wieder ganz anders aus.
weil man, es wird ja wieder gespielt, brauchen wir nicht drüber reden. Also es gibt Spieleabende wieder, auch die Vereine kommen wieder so aus den Löchern. Ja, allein schon mal, was in die Familien reingetragen worden ist quasi jetzt in der Familien, Zeit. Ja, also. Ja, ich meine, Spiele waren mit Sicherheit auch ein Mittel, um sich die Zeit zu vertreiben während dem ganzen Lockdown. Mhm. Also die Spielebranche hat mit Sicherheit profitiert. Nicht der lokale Handel, der war ja zu, aber den Verlagen, die stehen gut im Saft. Da braucht man nicht drüber reden. Glaube ich. Ja. Zum Thema Verlage und gut im Saft. Wir haben jetzt aber trotz unserem blöden Termin für die Sortierung, haben wir einen relativ guten Termin für die Wahl zum Spiel des Jahres. Ja. Und den Kennerspiel des Jahres. Auch das. Ich war so schlau und habe mir das aufgeschrieben, damit wir auch nichts vergessen. Spiel des Jahres hatten wir quasi die Runner-Ups Abenteuer des Robin Hood und Zombie Teens Evolution. Habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen von Zombie Teens Evolution. Das war auch so ein bisschen der Überraschungstitel auf der Liste, wenn ich ehrlich bin. Ja. Zombie Teens Evolution ist ein sehr gelungenes, kooperatives Legacy-Game. Er hat sich der Nachfolger von Zombie Kids Evolution, was ein Jahr vorher erschien, auch von der gleichen Autorin. Und es ist schon ein kind- oder familiengerechtes Zombie-Spiel. Mhm. Also in Zombie Kids hat man die Schule verteidigt. Jetzt tut man so ein Stadtviertel von den Zombie-Horden versuchen zu retten. Und am Anfang ist es ganz, ganz straight. Du hast die vier Charaktere und hast die Zombies und Ende. Du kannst laufen oder Zombies bekämpfen oder man muss jetzt halt so gewisse Sachen sichern und kriegen, um die Zombies zu besiegen. Aber wie gesagt, Legacy, ganz viele Umschläge drin, die dann nach Partien geöffnet werden und dann das Spiel anspruchsvoller, komplizierter machen. Okay, und so vom Umfang her? Wie also kann ich mir das vorstellen? Geht ganz schnell, die Spiele sind 20 Minuten. Okay, und für wie viele Partien ist dann quasi sind, diese Kampagne? Es sind 24 Umschläge drin und du öffnest nicht mehr nach jeder Partie. Also das ist schon ganz, ganz ordentlich Spiel für also kann man es so von der Länge her quasi mit einem Pandemic Legacy vergleichen? Ja, aber Pandemic Legacy Partie dauert halt deutlich länger. Ja, schon, aber dafür hast du halt weniger Partien bei Pandemic. Das ist richtig, genau. Okay, aber gut, nicht verkehrt. Sieger Micro Macro Crime City. Abenteuer Robin Hood haben wir ja auch noch gehabt. Okay, dann bitte. Ja, also Abenteuer Robin Hood ist ein ganz großer Titel von Michael Menzel, meiner Meinung nach. Ja? Also, Michael Menzel hat ja Legenden von Andor vorher gemacht. Es sieht auch wunderschön aus, aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Robin Hood oder Legenden Robin Hood. Ja, Andor ist bei mir. Robin Hood, bitte. Nee, Andor hat bei mir einfach nicht gezündet. Ich weiß nicht. Also was bei Andor schon toll war, einfach dieser Umstand, was man damals gar nicht gewohnt war, dass du eine Seite Regeln liest und losliest. Ja? Da haben wir, Flo steht da hinten hinter der Kamera, wir damals das erste Mal Andor zusammengespielt. Und wir sind davor gesessen. Auf die Fresse bekommen. Naja, aber wir haben erst mal eine halbe Stunde gebraucht, bis wir gecheckt haben, wie man es überhaupt spielt. Und wir uns gedacht haben, Moment. Wir haben uns gedacht, das kann doch nicht sein. Nee, das geht nicht, dass du einfach dich hinsetzt und spielst. Nee, Moment, dann haben wir gelesen und dann, nee, das macht gar keinen Sinn, weil das ist ja noch gar nicht da. Ja. Und es hat keinen Sinn ergeben, weil wir es einfach nicht so gemacht haben, wie es vorgegeben war. Aber das sollte man machen, wie es in der Regal steht. Natürlich, aber wir haben es nicht kapiert. Ja, du liest doch keine Ikea-Anleitung, wenn du das Regal aufbaust, oder? Ja, aber wie gesagt, man kann sagen, was man will. Andor war ein sehr erfolgreiches Spiel, hat diese Art des Spiels auch nochmal gefeatured, ist die dritte große Reihe bei Cosmos geworden. Neben Ubongo und Catan, sage ich mal. Ja. Es ist aber sehr analytisch. Ja. Andor, ja? Also du schaust, wo gehen die, wenn ich das mache, dann werden die Kreaturen so laufen, etc. Im Endeffekt rechnest du. Auch bei Abenteuer des Robin Hoods hat er es wieder geschafft. Also es ist auch wunderschön von der Aufmachung, von und der die Grafik. Idee ist halt schon sehr gut. Und er hat es wieder geschafft, du liest eine seiner Regeln und legst los. Okay. Das erste Abenteuer ist auch hier ein Tutorial, genau wie bei Andor. Es ist aber viel erzählerischer. Es ist nicht so analytisch wie Andor, sondern es ist viel erzählerischer und du tauchst richtig ein in die Geschichte, meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Wir hätten es in der Sortierung gehabt, aber es war einfach nicht lieferbar. Ja, wir wollten es in der Sortierung haben, aber das ging so schnell. Verkauf startet heute, seit gestern ausverkauft. So ungefähr war das, genau. Ja? Ja. Also eine runde Sache, aber nichtsdestotrotz ein tolles Spiel. Und jetzt können wir zum Preisträger kommen. Bitte. Micro Macro Crime City. Ja. Ja, was soll ich sagen, hat mit Erscheinen schon echt viele Wellen geworfen, war von Anfang an erfolgreich. Jetzt kann man drüber schreien, ist es ein Spiel oder ist es kein Spiel? Ja, man schaut auf ein Wimmelbild und versucht Fragen zu beantworten, die einen Kriminalfall betreffen. Die Jury war der Meinung, dass es ein Spiel ist und damit ist es nominiert und ist Spiel des Jahres geworden und es ist auf jeden Fall eine unglaublich tolle Unterhaltung, auch
kooperativ hier über diesen, über den Stadtplan zu brüten, mit der Lupe auch, weil die brauchst du auch tatsächlich, um viele Details zu sehen, hier zu versuchen, alle Fragen bezüglich des Falls zu beantworten. Und ich meine, sie haben erst an der Spitze gekratzt. Ich meine, da geht ja noch viel. Jetzt kommt ja im August schon der zweite Teil. Ich meine, wenn du mal überlegst, es war ja in die 80er, war ja das Kriminalkabinett auch schon Spiel des Jahres. Ja, genau. Und es ist ja im Endeffekt ähnlich. Ähnlich wenig Spiel, richtig, sagen wir mal genau. So. Also von dem her ist es im Spiel des Jahres schon relativ gut aufgehoben, finde ich. Ja, absolut. Ja, also. Mich hat es auch nie gestört, aber die Diskussion kam natürlich immer wieder auf. Ja. Ja, und wir hatten es ja auch in der Sortierung zur Aktion Hoher Spielwert. Also so ist es ja nicht. Ja. Und ist eine runde Geschichte, ist ein schönes Geschenk. Man kann es fast jedem in die Hand drücken. An und für sich ein absolut würdiger Preisträger. Okay. Kennerspiel. Ja. Runner-up, Fantastische Reiche. Und verlorene Ruinen von Arnak. Armak? Arnak. Arnak. Ja, also auch hier drei sehr starke Titel in der Nominierung. Muss man einfach so sagen. Wobei hier im Endeffekt der Geheimtipp oder dieser, das war aber schon vorher mit Erscheinen, der nicht erwartet, überhaupt nicht erwartet, Titel Fantastische Reiche war. Mhm. Ja? Aber der kam ja wirklich aus dem Nichts. Und dass der derartig einschlägt, haben nur die Eingeweihten erwartet. Ja, keine Ahnung. Ja. Also tolles Spiel mit ganz einfacher Mechanik, gar nicht viel groß dran, aber trotzdem viel Spiel in kleiner Schachtel. Gelungene Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es zum Kennerspiel ursprünglich angesiedelt hätte, ja, weil das einzig wirklich Aufwendige ist die Abrechnung. Aber es ist nun mal fürs Kennerspiel nominiert gewesen, weil vielleicht wollen sie gerade mit diesem Faktor das beim Kennerspiel haben. Aber ganz toller Titel, Fantastische Reiche. Und Arnak ist halt wirklich ein Rundumschlag der Tschechen, sage ich jetzt mal wieder. Ja, Czech Games Edition ist ja kein unbekannter Verlag, schon immer bekannt für auch gehobenere, anspruchsvollere Titel. Und mit Arnak haben sie wieder einen neuen, sehr umfangreichen Titel im letzten Jahr präsentiert, der auch mit Erscheinen ausverkauft war, also auch in der ganzen Spielerszene, in den Vielspielerkreisen von Anfang an ganz groß und ganz oben auf der Liste stand. Okay. Da war auch das Problem, er war einfach nicht zu bekommen. Ja. Okay. Genau. Im Gegensatz zu Paleo, dem Sieger. Jetzt ist lustig, ne? Das ist jetzt in diesem ganzen Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, der vierte kooperative Titel, den wir drin haben, weil alle drei Spiele des Jahres sind kooperative Titel und jetzt gewinnt auch noch der eine kooperative bei den Kennerspielen. Also anscheinend müssen wir zusammenspielen momentan. Wir müssen zusammenarbeiten, um... Das ist ein Zeichen. Ja. Eine Ansage. Das ein Zeichen, ja? Genau. Ja, auch schöner Titel, Steinzeitthema, wie der Name schon sagt, Paleo. Man spielt einen Stamm Steinzeitmenschen gemeinsam und muss überleben. Mhm. Man muss schauen, dass man Nahrung hat, dass man Werkzeuge entwickelt, dass man Unterkunft hat für seine Siedler. Gelungene Geschichte, die sich auch fortschreibt, die komplizierter, schwieriger wird von Szenario zu Szenario. So ein bisschen Kampagnen, Spiel, aber nicht so wirklich Richtung, Legacy. Sondern eher so wie Magic Maze quasi. Dass halt mit, ja, oder mit New Dale auch, dass man immer wieder zurückkehren kann. Genau, dass mit dem Szenario halt mehr Möglichkeiten kommen, aber das ist halt, je nachdem was du halt spielen willst. Und da ist das Ende der Veranstaltung noch nicht erreicht. Ja, also auch da ist die erste große Erweiterung schon angekündigt. Also da geht es weiter. Aber meiner Meinung nach ein absolut rundum gelungener Titel. Auch den hatten wir in der Aktion Hoher Spielwert, was schon dafür spricht, dass wir den gut fanden. Ja, gibt es eigentlich so nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Genau. Kinderspiel? Ja, auch noch? Waren auch drei schöne Titel. Haben wir Mia London und Fabelwelten als Runner-up und als Sieger Dragomino. Ja. Ist alles an mir vorbeigegangen, habe ich überhaupt keins mitbekommen. Bei den letzten habe ich zumindest immer irgendwie mal von einem oder sowas gehört, aber bei denen jetzt? Also Mia London ist so ein schönes Merkerkennspiel. Ja? Mhm. Du versuchst quasi Verdächtige zu erkennen, da gibt es eben Features, was für Brille, was für Schnurrbart, was für Hut und so. Okay, und da gibt es als zur Ausschluss, ne? Es werden Karten aufgedeckt und das, was übrig bleibt, was kein zweites Mal auftaucht, muss es sein. Und so versucht jeder halt für sich in seine Büchlein das so einzustellen, dass der Verdächtige für Kinder sehr geeignet, ja? Die sind uns Erwachsenen da oft sehr voraus in so Merkgeschichten. Ja? Das Märchenhafteste ist Fabelwelten der drei. Da entsteht wirklich eine Geschichte. Also man arbeitet sich durch ein Bilderbuch und durch Tiere, die man
so einschiebe auf den Seiten reinklicke, verändert sich die Geschichte, die dann da involviert werden. Also das ist tatsächlich, aber der Knackpunkt, vielleicht war das auch so ein bisschen der Bring, man muss lesen können natürlich dafür, okay, ne? Weil, wie gesagt, die Geschichte wird schon erzählt, ja. Und der Sieger ist Dragomino, das ist die Kinderspielversion von King Domino. Okay. Ja. Ah, okay. Ja, also es kommt aus der gleichen Ecke. Und meiner Meinung nach eigentlich die schönste King Domino-Version. Oh. Also eigentlich verdienterweise auch Preisträger und schöne Umsetzung. Okay. Ja, aber du hast gewisse Elemente wieder, ganz klar, mit Teilen, die ausliegen, wo du auswählst, auslegst. Aber jetzt tust du hier Dracheneier dann platzieren, dann Dragomino und dann wird nachgeschaut, ob da ein Drache drin ist oder nicht. Und wer die meisten Drachen hat, gewinnt das Spiel. Okay. Ja. Ja, eine Sache noch, nachdem wir jetzt mit den Preisträgern quasi durch sind, weil die werden doch normalerweise auf das Spiel irgendwie bekannt gegeben. Nein. Und so. Nein, das. Was wurde auf das Spiel bekannt gegeben? Das Spiel wird bekannt gegeben, dass. Irgendjemand wird doch da bekannt gegeben. Ja, ist richtig, der andere Preis. Der andere Spiel des Jahres wird immer schon im Juni. Deutsche Spiele, der deutsche Spiele. Ah, okay. Spiel bekannt. Ist egal. Spiel? Spiel, ja, mein das Thema. Das war jetzt halt der Brückenschlag zur Spiel. Der furchtbar schlechte. Aber egal. Ja. Ja, was erwartest du von der Spiel dieses Jahr? Fährst du? Nein. Okay. Was erwartest du von der Spiel? Wenig. Also ich weiß nicht, das ist ein ganz schwieriges Thema aktuell. Ne? Es ist ja schon angekündigt von etlichen Verlagen, dass sie nicht kommen. Also die Asmodee Group hat öffentlich angekündigt, dass da fehlt ja schon ganze Halle. Ja? Genau. Und zur Asmodee Group gehören natürlich auch Lookout Games etc. Also es fehlen viele. Einige Verlage, oder auch Haber ist zum Beispiel sicher nicht da. Das ist jetzt für mein Bedarf nicht so wichtig, aber auch das ist ein großer deutscher Verlag, der definitiv nicht da ist. Richtig, ja? Einige Verlage werden da sein, also es hält sich momentan so ein bisschen die Waage. Aber alles wird natürlich auf einem reduzierten Maß und das Spiel lebt natürlich auch ein bisschen vom internationalen Flair, ob der überhaupt in irgendeiner Form gewährleistet werden kann, sehe ich nicht. Also für mich ist das Spiel des Jahres eigentlich kein Thema. Ja? Okay. Also es werden Verlage auch hier wieder Aktionen machen mit den Läden. Also Asmodee hat schon angekündigt, werden auf jeden Fall wieder Spiel at Home machen, in irgendeiner Form, dass wir dann die Neuheiten halt kriegen vorab. Das machen wir wieder wie letztes Jahr und dann hoffen wir, dass nächstes Jahr vielleicht die Sache sich beruhigt hat und wieder eine normale Messe. Natürlich bin ich auch, denke ich auch, in meinem Friedhelm Netzverlag ist das Gleiche, ist ein Eventveranstalter, der jetzt das zweite Jahr kämpft und eventuell auf dem Trocknen sitzt. Auch das, vielleicht müssen sie auch einfach die Planung machen, soll es auch stattfindet, um dann irgendwelche Hilfsleistungen zu kriegen. Das hieß es auch ja mal vom Wirtschaftsministerium, du musst als Eventmanager planen, als ob es stattfinden würde. Wenn es dann nicht stattfindet, kriegst du dann Entschädigung oder nicht. Ich bin gespannt, was passiert, ob es stattfindet, aber für mich ist es tatsächlich das ja kein Thema. Ich habe mich da in keinster Weise bis jetzt in irgendeiner Form involviert. Was erwartest du so an Ankündigungen irgendwie in die Richtung? Weil im Normalfall war ja Nürnberg so ein bisschen und Spiel dann naja, mega. Das gab es ja letztes Jahr auch schon, ja. Ich denke, es wird auch dieses Jahr etwas entzerrt, die ganze Geschichte. Mhm. Wobei die Verlage auch noch ganz andere Probleme haben, die auch durch die Pandemie bedingt sind, dass die Lieferketten deutlich länger sind. Mhm. Es dauert unglaublich. Du hast momentan, wenn du jetzt Druckaufträge gibst, hast du Wartezeit von einem bis zu einem Jahr zum Teil bei den Druckereien, bei den Firmen. Und darum, ich denke, sie bringen einfach, wenn es kommt, kommt es. Wir haben aber nichtsdestotrotz auch Neuheiten dieses Jahr. Es kommen auch. Sie werden halt nicht auf einen Schlag kommen wie bei der Spiel. Es wird Neuheiten geben und die Verlage haben auch viel angekündigt und kommen auch da wieder etliche tolle Spiele, da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist halt nicht so, es ist eh das Problem, dass durch diese Messe, diese ganze Herbstneuheiten so zentralisiert sind, dass du plötzlich 30, 40 und das sind nur die interessanten Titel, die für uns interessant sind, auf einen Schlag hast. Die anderen 1000, die da irgendwo rumliegen, müssen ja immer dazu, ja, also das ist eigentlich immer zu viel des Guten auf einmal. Ja. Muss man einfach so sagen. Hm. Fand ich letztes Jahr eigentlich richtig entspannt, wo es halt so nach und nach ein bisschen mehr reingetröppelt ist. Okay. Ja. Weil der Flo gerade hinter der Kamera geschnauft hat, von wegen Liebeszeit von einem Jahr und so. Also ich habe jetzt gestern ein Interview gehört, wo einer erzählt hat, wie das allein schon mal mit den Versandkosten sich jetzt entwickelt hat. Mit Containerpreise. Mit Suezkanal und so. Mal abgesehen davon, dass sie keine Container haben. Ja. Aber der hat gesagt, dass ein Container von China in die USA normalerweise $3000 kostet. Mittlerweile hat der Typ, der das für die bucht, hat einen Deal rausgeschlagen mit 12. Ja. Eigentlich kostet er 15 jetzt. Ja. Ey, da haut sein Vogel raus. Ja. Zusätzlich zur Papierknappheit mit in China auch und so weiter. Also auch das merkst du ja schon auch, dass auch alle Preise steigen, die irgendwas mit Papier zu tun haben. Ja. Okay.
Gut, ich würde sagen, das war jetzt genug schlechte Nachrichten. Zum Abschluss der alten Selektion widmen wir uns natürlich auch wiederum einem Spiel und das wird diesmal sein A Call to Adventure. Ich würde sagen, wir bereiten ihm einen donnernden Abschied aus der Selektion, indem wir uns jetzt mal umbauen und dann könnt ihr uns beim Spielen zuschauen. So machen wir es. Alles klar. Auf jeden Fall. Bis gleich. Die Heldengeschichte eines fantastischen, aber es kann auch ein Anti-Held sein. Es kann auch ein Anti-Held werden, ja? Das gefällt mir. Jetzt kriege ich hier gerade die Huste. So. Wir setzen die Masken gleich wieder auf, wenn er ausgehustet hat. Ja, mal so. Jawohl. Vier. Das war aber knapp. Gerade so, ne? So, und für dich gilt jetzt dann schon die nächste Kategorie. Nee, ich habe erst zwei. Zwei hat er erst. Ach ja, stimmt, du hast ja vorhin eins verkackt. Richtig. Exakt. Was? Das, ja? Ich tue mal die Königsarmee hier wegreisen. Königliche Abstammung, das finde ich ja ein. Oh, was denn? Ein interessanter. Oliver Twist. Möchtest du königliche Abstammung sein? Was machst du jetzt? Das hier. Familienverteidigung. Alles jetzt, dazu wieder reinschmissen, gell? Ja. Aber reicht. Mhm. Reicht? Das soll ich nochmal schmeißen, ja? Nein, alles gut. Alles gut. Hier. Das war nix. Hast du es gehört, dieses? Ja, ja. Das kann man ganz. Man hat sich wohl jetzt überlegt, ja, wie kann er noch eins rausholen? Das ist schade. Stimmt, das ist mein fünfter. Ja, danke. Alter. Hilf ihm halt. Meinst du denn nicht schon die? In diesem kooperativen hätte Spiel. Hätte ich nicht gecheckt, ne? okay, perfekt. Lass doch. Ja, hast du vorhin noch vorgelesen, ne? Ja, natürlich habe ich es vorhin noch vorgelesen, weil es voll schlau war, dass ich die gespielt habe. War ja wichtig. Hat man ja gesehen. War ja wichtig, genau. Kannst du ja sonst nicht. Ist okay. Mordfall lösen, auch nicht schlecht.